Hallo, liebe Freunde der wolkenlosen Nächte. Wir gucken doch mal an, was hier so los ist. Ich spähte durchs Fenster, aber drinnen war es zu dunkel. Okay. Die Tür war in einem üblen Zustand, aber das Schloss war ganz neu. Offenbar benutzte jemand das Gebäude noch. Die Tür war abgeschlossen. Ich konnte sie nicht aufbrechen. Okay, wäre auch ein bisschen einfach gewesen. In Ordnung. Dann gucken wir halt uns mal um, was hier so zu machen ist. Und dürfen wir wieder Nikos seltsamen Hintern betrachten. Okay, was haben wir hier? Ja. Vielleicht war die Tür zu massiv. Jedenfalls konnte ich nichts hören. Okay, ich habe das Gefühl, es macht bringt nie was. Ich konnte die Tür nicht öffnen. Es bringt nie was, irgendwelche Türen zu lauschen bisher. An der Tür war nichts Ungewöhnliches. Okay. Okay, zuerst rechts oder zuerst links oder wo ist jetzt... Ich weiß nicht, ob ich denn noch rum kann oder ob hier schon Ende ist. Nee, ist noch nicht Ende. Aha. Okay. Oh, Katze, jetzt schlawenzel nicht um mich rum, es nervt. Ihr habt doch was zu fressen, oder wollt ihr schon wieder was zu fressen? Ja, musst du trotzdem warten jetzt. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Ah, hier ist doch aber was. Oh, wieso rennt sie so komisch? So, okay, da ist ein Auto. Hallo, bist du ein Auto? Hallo, Auto. Ich sah die Maske, die die Politesse beschrieben hatte. Ich war am richtigen Ort, keine Frage. Die Tür war abgeschlossen. Ich konnte sie nicht öffnen, wenn ich nicht einen Backstein durchs Fenster werfen wollte. Es war der rote Jaguar, der mich fast überfahren hätte. Es gab also eine Verbindung zwischen der Mörderin und dem Theater. Anscheinend war ich auf der richtigen Spur. Okay, haben wir denn irgendwie einen Backstein? Aber einen Bleistift kann das... Es gab keinen Grund, das zu versuchen. Sie will auf jeden Fall das Ding nicht aufmachen. Wieder das geile Stöhnen. Was ist das hier hinten? Machen wir wieder den Moonwalk? Oder wir reden gleich richtig. So. Was haben wir hier? Ein Fenster, können wir nicht durchgucken. Okay. Hier wäre natürlich nett rüber zu hochzugehen, aber das Problem ist, dass hier irgendwie kein Aufgang ist. Ach so ist das ja gewesen, okay. Dann müssen wir in die Richtung ja nochmal gucken. Achso, das haben wir schon gemacht. Ah ja, okay. Ich musste mich jetzt erst ein bisschen orientieren. Tut mir leid, das war, weil ich irgendwie verwirrt war. Also hier hoch geht's aber auch irgendwie nicht. Wie vielleicht? Nö. Ich glaube, dann wäre es ein bisschen offensichtlicher. Okay. Wir sollen nicht zum Raufjumpen. Das ist ein Restaurant. Die Tür war nichts Besonderes. Okay. Ja, diese ganzen Türen brauchen wir wohl nicht nochmal extra abchecken. Das haben wir mittlerweile festgestellt, dass die sehr gerne mit Türen rumspammen, die nichts bringen. Geht's denn hier hinten noch weiter oder ist hier denn Ende? Ich glaube, hier ist Ende. Ja, oder? Die Tür war nichts Besonderes. Okay. Aber zoomt so weit raus, ich denke mal, da ist dann Ende. Die Spur hatte hierher geführt. Ich würde nicht einfach aufgeben. Okay. Das ist in Ordnung. Ich wollte nur wissen, ob hier noch irgendwas noch kommt. Ist damit denn irgendwas zu machen hier? Nö. Jetzt erstmal rausfinden, wo wir überhaupt was tun können. Da sicherlich nicht. Da hinten muss es schon weitergehen, aber ich habe ja noch eine andere Seite. Und im Müll war diesmal nichts. Das ist ja sonst oftmals der Fall. Das habe ich nur gemacht, damit ich es nochmal hören darf. Okay. Was haben wir hier denn? Hier ist wieder Ende? Ja, sieht ganz danach aus. Ja. Oder? Ja, okay, ist Ende. Das würde nicht so komisch rauszoomen. Gut, dann können wir nochmal diese Ecke hier ablatschen. Ein Hinterhöfchen.
Ist das eine richtige Tür? Es war nur eine Tür, genau wie jede andere. Die Tür war verschlossen und ließ sich nicht öffnen. Ja. Ab und zu probiere ich es halt doch nochmal. Kann ja sein, dass hier irgendeine Tür wichtig ist, wobei das echt assi wäre jetzt bei den vielen Türen. Bei den Türen würde es ja noch irgendwie Sinn machen, weil... Wobei, die sieht absolut nicht so aus, als würde man sie öffnen können. Und was ist das hier? Ich guck sie mal an. Die Tür sah solide aus. Vielleicht höre ich ja hier was? Hinter der Tür war nichts zu hören. Ich konnte die Tür nicht öffnen. Sie war abgeschlossen. Okay, aber was soll ich denn insgesamt überhaupt mit dieser Ecke hier? Hier ist ja gar nichts Interessantes. Also ich könnte da oben rauf. Also müsste ich ja irgendwo dran rumklettern können. Was ich hier definitiv nirgendwo kann. Also irgendwas Offensichtliches müsste es ja schon sein. Das wäre ja irgendwie auch blöd. Ja. Kann ich da reingucken? Nee, okay. Gut. Also hier ist scheinbar nichts. Mülltonne nochmal testen, sicherheitshalber? Ah, nee. Reagiert da wirklich nicht drauf. Okay, aber was mache ich denn hier überhaupt? Es ist sehr leer und meine Katze geht mir tierisch auf den Zeiger. Ja, geh nicht an das Mikrofon ran. Ich mag das nicht. Ah. Vor allem geht die mir die ganze Zeit mit ihrem Schwanz immer an den Händen entlang. So hier am Unterarm so gerade. Und das irritiert mich komplett. Und dann auch mal mit dem Köpfchen nochmal lang. Und ist ja ganz süß, aber immer, wo ich gerade am Spielen bin. Die hat vorher nichts gemacht. Aber ich glaube, das Essen ist gerade leer gegangen. Da gehen die natürlich total ab. Naja. Sie können sich auch mal gedulden. Die kriegen bei mir schon genug zu futtern. Ist ja nicht so, als hätten sie noch Trockenfutter rumzuliegen. Die Schweine. So. Okay. Wie soll ich denn da jetzt hoch? Passiert doch nichts, ne? Achte schon auf die Anzeige. An sich müsste ich ja hier hoch. Aber ich kann nicht nichts machen. Kann ich das Auto ziehen oder schieben oder sowas? Das würde ja noch einiges erklären oder sowas, aber... Ah, hier ist ein Gullideckel. Aber das machen wir nicht mehr. Okay. Das ist ausgelutscht. Ja, warum ist dieses Fenster hier so prominent? Aus keinem Grund. Ja, das Auto kann ich auch nicht mehr angucken. Doch. Aber es bringt mir nichts. Ja. Okay. Visitenkarte, Diagramm, Kontoauszug. Nichts, was mir irgendwie helfen könnte. Ja. Kann auch nicht wieder weg. Das heißt, also ich kann auch nicht Gegenstände vergessen haben. Sonst wäre das Spiel schlecht designt und davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Und trotzdem bin ich etwas verwirrt. Was soll ich denn jetzt hier tun? Ja, wenn ich nicht gleich was rausfinde, werde ich aber ein bisschen rausschneiden, weil ich brauche hier nicht eine Folge aufnehmen, wo ich die ganze Zeit orientierungslos durch die Gegend laufe. Hier müsste hier irgendwo was sein, aber... Warte mal, hier war gerade ein Umschalter gewesen. Er hat doch gerade umgeschalten. Ah ja. Aha. Gut, brauche ich doch nicht unterbrechen, weil anscheinend... Aber schwierig, finde ich. Sehr, sehr blöde. Okay, Leiter. Bam, 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 bam. Drüber hüpfen oder weiterlaufen? Ich laufe erstmal weiter. Und dann gucken wir, dass wir da hochspringen. Ja, hoch, 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 komm. Und gleich noch einen hoch? Machen wir einfach. Verkehrt machen können wir nichts. Entweder ist es richtig oder es ist von Anfang an falsch gewesen. Na, da war doch was. Was? Ach so.
Ah, okay. Also war es falsch gewesen. Aber wir können auch wieder runterklettern. Unnot, aber gut. Unnot tut selbst ein Gut. Ah, nee. Hier, es war nötig. Okay. Weil da war ein Zaun. Gut, alles richtig gewesen. Schön. Ist doch mal fein, wenn mal alles klappt. Gleich wieder hoch oder diesmal unten lang? Diesmal unten lang. Hä? Okay. Diesmal war es falsch. Und gleich hoch wieder. Das ist unnötig jetzt zweimal. Ich kann doch sowieso nirgends woanders hin. Los, 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 los. Machen wir Umschalter? Genau, okay. Und kick it out. Es war ein Risiko, aber ich hatte keine andere Wahl. Na denn, kick it. Tja, ich hatte das Schild losgebunden, aber es geschah nicht. Vielleicht war es unten festgeklemmt? Ich hatte das Schild bereits losgebunden. Okay. Ist unten festgeklemmt? So, hier. Soll ich einen Zaun gucken? Jetzt muss ja noch eine Etage tiefer sein. Aber da kommen wir gar nicht hin. Ach Gott. Ah, da müssen wir den anderen Weg auch nochmal ablatschen. Okay, ich glaube, ich weiß schon. Mhm. Okay. Und dann erstmal wieder ranhängen. Dann erst wieder loslassen. Quatsch. Quatsch, Quatsch. So, okay. Runter, 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 runter. Und los. Okay. Quatsch, Quatsch. So. Und jump it. Und jetzt. Hoch. Oh. Oh, komm schon. Ja. Will ich nochmal? Nee. Okay. Doch, müssen wir mal. Aber hier von hier aus. Ich schätze mal hier. Dann rauf da. Da musst du dich wenigstens nicht extra nochmal festhalten, sondern springt gleich drauf. Das ist schon mal gut. Und dann hoch. War das jetzt viel höher als es sonst? Ich weiß nicht. Okay. Der Stützrahmen des Schildes war mit Metallklammern befestigt. Ah, cool. Geschafft. Hätte ich das andersrum gemacht? Mit jedem Schritt riskierte ich den Tod. Aber ich fühlte mich ohnehin bereits als Todeskandidatin. So. Okay. Ich kann also schon mal nichts mehr zurück. Gott. Das war knapp. Ich war auf der Theaterseite gefangen und konnte nicht zurück. Okay, ich wollte gerade sagen, ich bin schon mal froh, dass ich die richtige Seite zuerst gemacht habe, sonst hätte ich den ganzen Weg ja nochmal zurück eiern müssen. Sonst hätte ich irgendwie mal gleich gucken können. Dann sehe ich ja genau, wie viel ich aufgenommen habe, wa? Genau. 14 Minuten anscheinend schon. Bockenhart. Okay, ist bloß, ich habe ja schon geladen gehabt und dann erstmal meine Programme noch eingestellt. Weiß nicht, ob das mitgezählt hat. Egal, was ist hier? Da ist noch eine Leiter, okay. Aber hier kann ich auch hin? Okay. Kommen wir hier rein. Oh Gott, das sind ja gleiche Türen. Ich konnte die Tür nicht öffnen. Mhm. Sie war abgeschlossen. Ja, ja. Wenn es zwei gleiche Türen gibt, dann wird sie wohl auch nicht aufgehen. Ja, ja, Quatsch. Da geht's ins Treppenhaus, das könnte natürlich klappen. Und das war's. Ist aber wahrscheinlich Blödsinn, weil da konnte ich auch noch klettern. Die Tür war verschlossen und ließ sich nicht öffnen. Ließ sich nicht öffnen, okay. Aber was soll ich denn hier überhaupt? Aber nur mal gucken, oder was? Ach so, nur, dass ich auf die Leiter komme. Nee, die ist ja auch hier, oder? Ach so, nee, kann ich wieder raufklettern. Aber hier kann ich nicht mit Visitenkarte oder sowas irgendwelchen Spatz machen, genau. Das war ungeeignet. Ungeeignet, okay. Ist dir irgendwie wichtig? Es war nur eine Tür, genau wie jede andere. Okay, gut. In dem Fall lassen wir das dann einfach mal. Okay, dann wollen wir mal schauen, wo das hinführt.
bin auf der Theaterseite gefangen und es gibt keinen Rückweg, hat sie gesagt. Außer den da unten, aber da müsste man sich halt ein bisschen fallen lassen. Genau, ein bisschen horchen. Ich hörte nichts durch die Tür. Ist ja schade. Oh, okay. Gut, vielleicht kann man die Tür einfach aufmachen. Damit habe ich jetzt schon nicht mehr gerechnet. Oh, tatsächlich. Oh, das ist cool. Das wusste ich nicht. Das ist ja richtig schön sogar. Ne, wieso kann ich hier nicht weitergehen? Okay. Hier ist eine unsichtbare Wand, die mir das Vorkommen verweigert. Seltsam, aber ist so. Okay, hier ist irgendwie so ein Filmset. Oder sonst was. Theaterübungsraum oder einfach nur Requisitenraum. Ah ja, so ein Lagerraum für Requisitenzeug. Aber ich konnte davon nichts gebrauchen. Der lässt mich nicht weiter, weil da hinten eh nur Rotze ist und ich da nicht hingehen brauche. Okay. Kann man da hochklettern? Nö. Deswegen sind die auch so ungeordnet aufgestellt, weil wenn das sauber aufgestellt wäre, wäre das was anderes. Ich kann es auch gerade nicht... Ah doch. Jetzt ein bisschen Schiss. Weil es gibt ja immer wieder Stellen, an denen man sterben kann. Und dort ist eine Tür. Hallo? Ich hörte keinerlei Bewegung auf der anderen Seite der Tür. Na denn los? Aber unheilschwangere Musik. Hier geht gleich die Luzi ab, das sehe ich schon. Deswegen machen wir mal einen Speicher. Weil der Igel hat nämlich Angst. Geht nämlich gleich echt die Party ab. Na, wo ist die Party? Ich glaube, hier war hier nicht irgendwas mit Verstecken oder so? Okay, und wo komme ich denn? Von hier? Von da, okay. Okay. Was ist das? Das Plakat war halb abgerissen und mit Graffiti beschmiert. Die Augen folgten mir gespenstisch durchs Zimmer. Sie erinnerten mich an den Vater eines Ex-Freundes. Ja, deine ganzen Typgeschichten, weißt du? Jemand näherte sich. Ich musste mich verstecken. Der Süßwarenstand war meine einzige Chance. Mir wird Paris fehlen, meine Liebe. Es war wirklich reizend, nicht wahr? Ich werde es nie vergessen. Aber die Stadt wird instabil. Und wir brauchen diese Basis nicht mehr. Wann brechen wir auf? Meine Pläne funktionieren bestens. Natürlich. Okay. Wir haben anscheinend Besuch. Findet hier das Vorsprechen statt? Sie schon wieder. Ah, das ist also das Mädchen. Petra, meine Liebe, mach uns bitte bekannt. Nico Collin, Senor Susaro. Wir sind uns nie begegnet. Und doch sind unsere Leben ineinander verstrickt. Unglücklicherweise. Für sie auf jeden Fall. Flap! Also gingen Bruno und ich nach Paris. Ich war nicht mehr hier gewesen seit... Naja, seit dem letzten Mal. Ich war hinter Susaro her und der Drachenkraft. Wir warteten, bis es dunkel wurde. Dann führte mich Bruno durch dunkle Gassen an den Ort, den er in Verdacht hatte. Ich wartete, während er die Anzeigen von seinem geheimnisvollen Gerät überprüfte. Meine Berechnungen bestätigen, dass dies der Ort ist. Hinter dieser Mauer? Sind Sie sicher? Mein Gerät zeigt es an und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Gut, dann gehen wir hinein und sehen uns um. Nein, da gehe ich nicht hinein. Ich habe versprochen, Sie hierher zu bringen und das habe ich getan. Ich gehe nicht da hinein. Bruno, Sie leiden an Verfolgungswahn.
Nein, Verfolgungswahn ist es nur, wenn man nicht tatsächlich verfolgt wird. Okay, bleiben Sie hier. Okay, und damit beende ich die Folge Baphomets Fluch 3 jetzt.